die Kinder heute. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Pferdethema rüber. Gerne. Wir nennen das Franchise. Unsere einzelnen Linien sind in Spiellinien unterteilt. Horse Club ist unsere Linie, die wir im letzten Jahr in den Markt reingebracht haben. Mit einem neuen Pferdestall, der in den Markt kam. Der hat Platz für wie viele Pferde? Also wir haben im Stall selber 6 Boxen drin, okay, sodass die Mädchen also sofort, und ich sage Mädchen, weil wir haben gemerkt, ausgesprochen gerne spielen Mädchen damit. Das Klischee wird erfüllt. Das Klischee wird erfüllt, auch wenn wir im Katalog auch Jungs abgebildet haben, die mit dem tollen Thema spielen. Wir haben natürlich deutlich mehr als nur 6 Pferde im Sortiment, sodass wir auch da jeden Wunsch erfüllen können. Wir haben Fohlen dabei, wir haben dann die entsprechende Stute, weil das, was wir auch wissen, ist, dass die Mädchen gerne auch bei Tieren das klassische Rollenspiel machen. Also sie sehen oftmals Mädchen, Mama, Papa, die dann Kind, genau dieses Rollenspiel spielen und das Fohlen kriegt noch Milch und all diese Sachen. Sehr schön. Wird also wirklich wie Natur gelebt und nachgespielt. Und es ist von den Farben natürlich auch eher auf Mädchen ausgelegt, muss ja, man sagen, auch oder? Dort haben wir Decken, die auch, ich sag mal so, eher im Burberry-Style gehalten sind, okay, weil man das ja auch auf dem Reiterhof oft sieht. Ja. Also die Mädchen geben uns da sehr genau vor, was Fantasie sein kann und was real sein muss. Daraufhin haben wir dieses tolle Fahrzeug entwickelt. Hier ist die Ärztin. Die mobile Tierärztin. Es ist zum Aufklappen. Die kommt mit ihrem Geländegängigen auch wieder mit den Gesichtszügen sehr. Also wenn Schleich etwas super gut kann, dann sind es diese realistischen Gesichtszüge. Wir wollen da also wirklich so authentisch als möglich sein. Weil sehr das, schön, was man von Schleich bei den Tieren kennt, möchten wir natürlich auch bei den Menschen umsetzen.